Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Chaos-Kanal bei Svenny. Ja, läuft. So. Flügomat ist am Flügen. Wir schnappen uns die Presse. Wir wollen mal anfangen zu pressen, ne? Weil das wird ewig dauern, hinterher die Ballen von der Fläche zu holen. Da könnt ihr euch schon mal warm drauf einstellen. Bis wir das alle weggeholt haben. Aber das gehört dazu. Also muss ich auch bestimmt noch ein paar Ballen vor Olli machen. Ne? Bis jetzt habe ich noch keine Antwort. So, Heide Witzke, Kapitän. Ne? Da freue ich mich ja drauf. Ne? Mit dem Treck pressen. So, Mädels, nehmt euch nichts vor, ich bin ein bisschen weg, ne? Lasst den Fridolin in Ruhe, ne? Ärgert den nicht immer so. Ich brauch Ballengröße. Ne, wir machen 220. Sonst wären wir nie fertig. Ein Bild, ne? Blub. Danke. So, Abflug. Abflug. Guck mal, jetzt sieht er locker floppy gewesen, ja. Läuft aber. Bisschen wendig, der Schlepper. Kein Problem. Wir haben ja nur 900 Grad Winkel. Da kannst du da auch locker flockig mit fahren. Ne? Ja, jetzt aber. Haben wir noch nicht rausgefunden, wie die Scheibe aufgeht. Da kommt ein Ballen nach dem anderen raus. Wir lassen nicht zu viel. Na, guck mal. Das läuft aber. Presse läuft, Knoten läuft. Premium. Auf das, was danach kommt, freuen wir uns natürlich nicht so, aber das gehört auch dazu. Er hat bestimmt einen Ballen dahinter abgelegt. Läuft, läuft, Leute. Das macht richtig Laune. Herrlich. Müssen wir den nächsten noch kurz mähen? Für Silage wird jetzt ziemlich zeugner kriegen, ne? Damit wir da ordentlich mal was machen können. Machen wir ja, machen wir zwischendurch, ne? Ist ja Ballenstapel. Auch jede Menge jetzt.
Wahrscheinlich werden wir die jetzt mal so ein bisschen ausstapeln und dann zum Hof holen oder so. Mal gucken. Dann ist ja doch einiges, was jetzt zusammenkommt. Aber auf jeden Fall müssen wir grasmähen. Beide Wiesen erstmal. Ja, ne, zwei Wiesen, ne? Auf jeden Fall grasmähen für Silage und Heu. Dass wir die Futtermittel endlich mal an Stissel haben. Dass wir auch die restlichen Tiere kaufen oder überhaupt Tiere kaufen können. Ne? Wir haben bis jetzt ja nur Hühner. Ne? Ist ja nicht so schön. Nur Hühner ist ja langweilig. Hier ist Schweinhof, den hat Kalle auch richtig gut gemacht. Ne? Auf zwei Ebenen finde ich richtig Premium. Ne? Und ganz ehrlich sagen, fällt mir richtig gut. Ganz ehrlich sagen. Tracker zu kämpfen, ne? Er hat auch diesmal nur 100 PS. Ich habe nicht die aufgepimpte Version genommen, ne? Da wir hier eben mit kleineren Maschinen dann sozusagen spielen. Ich hab's gewusst, dass er einen Ball hätte. Oh, ne! Wir brauchen auf keinen Fall mehr Stroh. Kannst du mal von der Backe putzen, ob wir noch Stroh brauchen. Nee, da brauchen wir wirklich keinen Stroh. Nein, nein, nein. Egal, was wir jetzt machen. Musst du durch als Blut. Unsere Presse, die macht sich richtig gut, oder? Ah, die ist einfach nur, oh, schön. Auch wenn du es hinter alle selber stapeln musst. Aber die ist einfach herrlich, ne? Das ist echt. Eigentlich ist ja die Vico mein Favorite, ne? Aber seit die beiden raus sind, oder ich die gefunden habe, liebe ich diese beiden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich noch Stroh verkaufen, ne? Richtig cool gemacht, die Dinger. Was sagen denn die FPS? Ich komme nicht rum, ne? Das war sowas von klar. Ne? Fliegen wir mit runter. Herrlich hier, echt herrlich. Gut, dass ich noch nächste Woche zu Hause bin, dass ich bald stoppen kann. Schon, also
Läuft Premium. Richtig Premium. Wir haben auf jeden Fall genug Strom. Wir brauchen nicht mehr so schnell Strom haben. Der Traktor nach hinten echt für mich als Trackspieler echt eine super Übersicht. Ne? Sonst hast du ja immer, dass der Sitz im Weg ist. Also hinten die Lehne, Rückenlehne. Hast du hier gar nicht. Ne? Einfach Premium von der Übersicht. Ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ist herrlich. Einfach herrlich ist das. Einfach höllisch. Boah, hier hat wieder so einen dicken Schwatt hingeproddelt, ey. Das ist nicht normal. Jetzt geht mir hinten, muss der Truck richtig gut sein. Vielleicht will ich mal alle liegen lassen. Weiter geht's. Jetzt ist der große Schlepper an Flügen. Ne? Dann hätten wir den noch zum Helm gebraucht. Dann müssen wir mit diesem auskommen. Wir haben auch noch den 12er, ne? Den 1056, aber der hat auch nicht viel mehr PS für dieser. Kriegen wir hin. Das macht Laune, liebe Leute. Aber ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, nicht ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und wir wollen nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Tschüss.